Hi, das Video letzte Woche von Svenja ist ja leider ausgefallen. Die hat gerade ein bisschen Stress wegen der Arbeit und so und ist gerade voll in der Prüfungszeit. Und deshalb geht es jetzt ganz normal weiter mit mir heute. Allerdings kommt keine One-Product-Review, sondern ich zeige euch einen kleinen DM-Haul. Ich weiß gar nicht, vorgestern oder so. Nur kurz beim DM, weil ich hauptsächlich danach gucken wollte, ob Catrice jetzt einen Sale hat, weil die ja ihr Sortiment umstellen. Und ich habe auch ein paar Sachen gefunden. Und dann würde ich sagen, legen wir gleich los. Erstmal etwas Unspektakuläres, und zwar von Colgate die Max White Shiny Crystals. Ja, eine Zahnpasta. Ich habe ja eigentlich immer die von Signal, aber ab und zu habe ich einfach ganz gerne mal was anderes da. Die habe ich jetzt auch schon getestet. Die ist ganz gut. Also ich finde, zu einer Zahnpasta kann man immer nicht so viel sagen. Aber die schmeckt ganz gut und ja, macht ein schönes, frisches Gefühl. Dann noch ein bisschen Pflege und zwar von Garnier die Skin Active Hydra Bomb Nachtpflege. Ich hatte eine Nachtpflege die ganze Zeit aus der Glossy Box. Das war nur so ein Probetiegelchen und das ist jetzt leider leer und dann habe ich was anderes gesucht. Und das ist so eine Gel-Konsistenz und ich dachte erst, dass die, ja, weil die sich so anfühlt wie fast so ein Serum. Also die ist sehr, ja, wie so eine Tagespflege eigentlich. Aber die hinterlässt so einen ganz leichten Film auf der Haut. Und der ist so ein bisschen, zwar nicht fettig, aber man merkt schon, dass die schon ein bisschen reichhaltiger ist als eine Tagespflege. Und ja, die benutze ich jetzt auch seit, die habe ich schon mal vorher irgendwann im DM gekauft. Ich glaube, eine Woche oder so habe ich die jetzt. Und damit bin ich bis jetzt wirklich sehr zufrieden. Und dann komme ich auch schon zu dem Catrice Sale und das ist wirklich nicht viel geworden. Ich habe mir vor einiger Zeit schon mal die Camouflage Cream in der normalen, ja, in diesem Beige nachgekauft. Die ist jetzt, wie ich merke, allerdings auch schon ein bisschen eingetrocknet. Kann die mal versuchen zu swatchen. Ja, das ist halt eher wie so ein Concealer. Und dann habe ich die, als sie dann in Bunt auch rausgekommen sind, mir einmal in Rosa mitgenommen. Und da bin ich jetzt auch schon auf dem Boden angelangt. Und ich hätte sie eigentlich sehr gerne nochmal in Rosa gehabt, einfach damit ich ein Backup da habe. Aber leider war natürlich die Rosane in dem Sale schon ausverkauft. Ich mag die wirklich sehr, sehr gerne. Ich mache die immer vor dem Concealer hier so in den inneren Augenwinkel und unter das Auge ein bisschen. Dann nimmt das diesen Blaustich total gut weg durch diese rosane Farbe und die mag ich wirklich sehr gerne. Stattdessen habe ich mir jetzt einmal die grüne und einmal die gelbe mitgenommen. Die gelbe habe ich heute Morgen auch schon mal ausprobiert, die ist auch ganz gut und ich glaube, so ähnlich wie die rosane auch unterm Auge ganz gut geeignet, um diese Schatten vorher schon mal so ein bisschen abzudecken. Ich habe jetzt hier einmal geswatcht. Also die sind auch nicht so krass. Also ich finde, es gibt Corrector, die deutlich mehr pigmentiert sind. Also die lassen sich wirklich sehr gut verblenden. Die haben eine sehr cremige Konsistenz. Und sind halt nicht so krass pigmentiert, dass man das. Ich hatte mal so einen grünen Corrector von, weiß ich nicht, habe ich glaube ich letztens in einem Aufgebraucht-Video gezeigt. Oder in dem Tops und Flops, ich weiß gerade gar nicht genau. Das war so ein grüner Stift, ich glaube auch von Catrice, aber so zum Rausdrehen. Und dieses Grün, diesen Grünschleier hat man überhaupt nicht mehr weggekriegt. Und das hier ist jetzt der grüne Ton. Also den Grün habe ich noch nicht ausprobiert, aber bei den anderen weiß ich, dass man die gut verblenden kann und dass man das dann auch nicht mehr so krass sieht. Also hier ist jetzt der gelbe verblendet und wenn man das unterm Auge macht und dann auch Concealer drüber gibt, geht das eigentlich ganz gut. Die haben jetzt, glaube ich, im Sale 1,65 gekostet, meine ich. Ich weiß es nicht so genau. Dann habe ich mir noch auch einen reduzierten Super Black Liner mitgenommen. Den habe ich heute Morgen auch schon ausprobiert. Da bin ich allerdings ein bisschen enttäuscht. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber der ist auf jeden Fall sehr wässrig und überhaupt nicht richtig schwarz. Die Spitze mag ich ganz gerne. Das ist so ein bisschen kegelförmig. Die finde ich ganz gut. Aber ja, ich finde es halt schade, dass der nicht richtig schwarz ist. Ich werde ihn jetzt, glaube ich, trotzdem aufbrauchen, weil ich ihn jetzt nun mal da habe. Und der hat, glaube ich, 1,95 oder so im Sale gekostet. Also ja. Und zum Schluss auch noch ein Produkt von Catrice aus dem Sale.
Was das jetzt gekostet hat, weiß ich auch nicht mehr so genau, aber auch so um die 2 Euro, glaube ich. Das ist ein Liquid Lip Powder in Metal Matt. Ich fand die Farbe so schön. Das ist, okay, in der Kamera wirkt sehr pigmentiert. Eigentlich ist es mehr so schier. Und weil das halt so eine Farbe ist, die der Lippenfarbe relativ nahe kommt, sage ich mal, macht das einfach nur so einen schönen, leicht gefärbten Film. Und ich habe das gestern schon mal ausprobiert. Das hat ein bisschen geklebt auf den Lippen. Aber ich muss das nochmal vielleicht mit einem Lip Liner drunter oder so ausprobieren. Auf jeden Fall finde ich die Farbe super schön. Es hat halt so einen ganz leichten Schimmer und so ganz dezente Goldpartikel enthalten. Ja, finde ich sehr schön und gab es auch noch in mehreren Farben. Also, falls ihr noch von Catrice irgendwas haben möchtet, dann schaut doch mal im Sale vorbei. Die haben wirklich noch so ein paar Sachen gut reduziert und in dem DM, in dem ich war, da war auch noch relativ viel da. Ja, kurzes Video, aber das war's leider schon und dann sehen wir uns am Montag wieder. Tschüss!